Lausanne-Trainer Heinz Ehlers muss mit seinem Team die defensive Stabilität wiedererlangen. Und diese beginnt bei Torhüter Cristobal Hue. In der dritten Minute zeigt der Franzose wieder seine Qualität, als er den Vorstoß von Dario Bürgler stoppt. Hue bleibt Herr der Lage bis zur 11. Minute. Ein Pfostenschuss von Marcini. Dann ein Lattenschuss von Josh Holden. Gefolgt von einem weiteren Pfostenschuss von Tim Ramholt. Und das alles innerhalb von einer Spielminute. Eine mächtige Portion Glück für Lausanne in dieser Phase. Der EVZ lässt nicht locker. 12. Minute. Holden, Immonen und jetzt ist Hue geschlagen. Der Lausanne-Goalie lässt eine kleine Lücke offen und Immonen trifft ganz genau. Trotz klarem Chancenplus steht es aber nur 1:0 für Zug nach dem ersten Drittel. Lausanne muss sich aus der Defensive wagen und wird im zweiten Drittel stärker. Cenazzi, Pesonen. Da fehlte nicht viel. Lausannes Topscorer hatte freie Schussbahn. Das Spiel ist ausgeglichen. Zug hat Chancen zum 2:0. Bouchard mit Ruhe, mit Überblick, mit der idealen Vorlage für Ramholt. Doch der Verteidiger trifft wieder nicht. Das Spiel geht hin und her. 30. Minute. Der offensive Verteidiger Joel Cenazzi an der Scheibe. Die Zuger Defensive in argen Schwierigkeiten. Am Ende ist es Hüttönen, der den Ausgleich für Lausanne erneut verpasst. Gegen Drittelsende noch einmal eine Druckphase des EV Zug. Schnieder wartet, bis Grossmann heranbraust. Da fehlte nicht viel zum 2:0. So bleibt es auch nach zwei Dritteln bei der knappen Führung für den EV Zug. Im dritten Abschnitt läuft nicht viel, bis zu dieser heißen Szene in der 48. Minute. Beinahe profitiert Marcini vom Fehlpass von Danielson. Cristobal Hue ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Noch immer wartet Lausanne auf den ersten Torerfolg an diesem Abend. Chance von Danielson, 8 Minuten vor Spielende. Der Zuger Vorsprung ist immer noch knapp. Ein zweites Tor würde gut tun. Et voilà! 2:0 EVZ in der 54. Minute. Der Vorbereiter heißt Emanuel Peter und der Torschütze Dario Bürgler. Lausanne muss aufmachen und Zug will die Partie entscheiden. Bouchard mit einem weiteren Zuger Pfostenschuss. Statt 3:0 heißt es 2:0. Am Zuger Sieg ändert sich aber nichts mehr. Endlich wieder ein Erfolg gegen Lausanne, dessen Abwärtstrend sich verstärkt.